Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir müssen zur Kuppel, denn wir brauchen ja immer noch ein bisschen Benzin. Oh, komm, hier steht auf Fuel Distribution. Cool. Bitte. Hedra hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Gucken erstmal, was hier ist. Ich bin ein Tourist. Wahrscheinlich, weil ich alles hier gefunden habe. Private Miller, wir haben neue Informationen über ein aktives WLF-Versteck an der Ecke Spring und 5. Sammeln Sie alle in Ihrem Sektor verfügbaren Soldaten und begeben Sie sich so schnell wie möglich dorthin. Exekutieren Sie alle Verdächtigen. Sichern Sie den Standort und warten Sie auf meine Ankunft. Sergeant Ward. Krasse Dudes. Nix, schade. Gut, dann wollen wir mal schauen, ne? Also ich kann aber nicht so runterrutschen, das ist natürlich schwach. Alter, wo geht's denn hier hin? Übelstes Secret. Kommst du da durch? Okay, ich halte es. Na gut, ich geh da einfach mal durch. Shit, infizierte. Pass auf. Kann ich doch wieder zurück? Theoretisch. Haben mich gesehen, oh Scheiße. Ey, die flippt immer gleich richtig aus, ne? Muss doch nicht gleich immer schießen, ey. Ich dachte, ich bin unsichtbar. Naja. Ich glaube, das waren alle. Falsch gedenkt. Sieht so aus. Wenn ich jetzt wieder zurück, bitte. Ich weiß halt nicht, ob ich hier schon. Also. Ja, wahrscheinlich muss ich hier hin, ne? Aber ist trotzdem blöd, weil. Jetzt kann ich nicht mehr gucken, was da oben ist. Aber irgendwie werde ich ja zurückkommen müssen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Alter. Ich glaube, das war's jetzt. Es hört sich an, einfach als ob es hinter mir ist. Noch Leute wären. Hätten sie doch alles gesäubert. Vielleicht haben sie es nicht geschafft. Vielleicht suchen wir das Benzin. Also Sound ist hier echt komisch. Ah, es konnten die im ersten Teil auch nicht, muss ich sagen. Ja, ganz. Ich glaube, der hat es auch gar nicht übernommen. Ich gucke noch mal kurz nach. Hat er das übernommen? Er hat es übernommen. Es hört sich nicht so an. Ach, vielleicht welche mit der. Ach, keine Ahnung. Ich wollte doch gar nicht Mitternacht. Du sollst es eng machen, du. Keine Ahnung. Ich höre rechts mehr als links. So viel kann ich sagen. Ich meine, noch geht es ja auch um, ich sag mal, klare Feindbilder, und zwar die Klicker, Runner und so weiter und so fort. Irgendwann geht es aber nicht mehr um die oder gegen die. Irgendwann sind es halt die Menschen. Ne? Hey, Ellie, das hier ist eine Synagoge.
Woher weißt du das? Zum einen ist da Menorah-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Hä? Geht alles. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Sehr strange. Oh. Hätte ich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Alter, wo komme ich denn hier überall hin, du? Mach mal auf die Tür. Jetzt bin ich hier Backstage. Okay. Was ist das? Eine Flasche. So. Ja, lass doch los. Ah, Moment. Hier ist Benzin. Naja, gucken wir mal, ob da Benzin drin ist, ne? Aber bestimmt. Okay. Oh, scheiße, ja. Hey, also bitte, das ist dein Haus Gottes. Hier ist Benzin. Oh, verdammt, ja. Ey, das ist ein Haus Gottes, ja? Okay. Mann. So. Achso, ich komme auch easy zurück. Und zwar hier und da. Tralalala. Die kann auch was machen. So. Betest du noch? Manchmal. Echt jetzt? Wann? Manchmal, als wir Jessica verlassen haben. Noch bei Joels Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Hilft das dir? Hä? Wie, Alter, ohne Witz, wie kommt die da hin? Ich sehe die Dinge aus einer anderen Sicht. Alter, das ist so dumm. Ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. Sehr komisch. So kenne ich das. Really, really strange. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das ist jetzt aber hier die ultimative Frage eigentlich. Ich komme nicht mehr raus. Oh. Ach so. Nee, oder? Kann ich das da hinschieben? Alter, das wäre übelst nervig. Ich glaube nicht, dass ich das die Treppe hochschieben kann. Aber ich probier's. Fuck. Geht nicht. Habe ich mir fast gedacht. Da hoch. Alles klar. La 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 la. La 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 la. So. Das kann gut sein, kann ich beurteilen. So, und dann hier. Keine Ahnung. Ich gucke erstmal, ob es hier noch was gibt. Ha! Zack. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Na, nimm sie doch mit, mein Gott. Juckt doch keinen. Mich durchnehmen. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt Indiana Jones mäßig uns hier geil rüberschwingeln können. Hier rüber halt, hey, ne? Was machst du da? Wer
wetten, dass ich damit auf den anderen Balkon komme? Na, aber sieh ja doch. Okay. Ellie, Vorsicht. Ach so. Okay, es hält. Swing, Baby, swing. Swing, 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 swing. Oh. Ich glaube, ich muss ein bisschen hochklettern. Kann ich hochklettern, bitte? Ja. Ich kann uns nicht genug Schwung holen. So, der Schwung dürfte eigentlich schon reichen. Geil, Alter. Richtig nein. Komm schon, Dina. Gut. Aber erstmal gucken wir, was hier noch drin ist. Hier sind nämlich noch Secrets. Wie zum Beispiel das da. Und was auch immer hier drin ist, was zum Lesen. Lieutenant Torres. Vor 70 Jahren floh mein Großvater mit seiner Familie aus Deutschland, als der Zweite Weltkrieg begann. Er konnte dank der Güte und Tapferkeit einer polnischen Familie entkommen. Das Rad dreht sich und der Kreislauf setzt sich fort. Heute hat meine Familie unsere Habseligkeiten gepackt und dank ihrer Güte werden wir diese Stadt verlassen, beschützt von ihren tapferen Männern. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, so vieles wie möglich aus unserer Synagoge zu retten. Es ist schwer, die Heimat hinter sich zu lassen, aber letztendlich zählen doch die Menschen, lebende Menschen, viel mehr. Sie tragen eine schwere Last auf ihren Schultern und ich hoffe, dass unsere nächtlichen Gespräche ihnen etwas Trost gespendet haben. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit Ihnen teilen. Auf jede Wende zum Schlechteren folgt oft ein noch stärkerer Ausgleich zum Guten. Verlieren Sie nicht die Hoffnung in die Zukunft. Wie heißt es in der alten Redewendung? Es braucht nur eine Kerze, um die Dunkelheit zu vertreiben. Möge Gott Sie immer behüten. Rabbi Siva Saunders. Also die Kerze muss ziemlich groß sein. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Das möchte ich mal so sagen. Was hier? Ach, sie schreibt in ihrem Buch. 1774? Leben wir in der Zukunft? Zukunft, Junge. Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Eine Geschichte von Überlebenden. Ganz genau. Also entweder sind Juden halt doof, weil die einfach mal über 3000 Jahre in der Zukunft leben. Oder die sind halt übelst smart und die sind alle dumm. Das kann auch sein, weil die schon in der Zukunft leben. Die haben bestimmt auch schon so richtig kranke Sachen. Fliegende Autos, aber sie zeigen es keinem. Würde ich ihn gönnen. Einfach gönnen. Okay, Tor. Okay, Tor. Ein guter Satz. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Ich brauche mich nicht heilen. Abbruch, Abbruch. Ich glaube, wenn, dann wären die ziemlich klug. Und hätten uns halt einfach nichts verraten darüber. Weil wir zu doof sind. Unwürdig. So, wie komme ich zu dem Tor zurück? Das ist jetzt die große Frage. Vorwärts, Schimmer. Schimmer, Junge. Schimmer, Schimmer, Schimmer. Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Fuck. Du hast ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke. Hey, Jackson. Da gibt's ein geiles Lied drüber. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Hey, jetzt waren die so hier, ne? Wir müssen ja erstmal gucken. Erstmal gucken. Wir müssen erstmal vorankommen. Wir haben ja auch jetzt viel durchgesucht und so, deswegen ist alles gut. Chill. Hä? Achso. Dann. Ich wollte gerade sagen, mach da erstmal Benzin rein. Macht's ja schon. Okay.
Alles gut. Gib den Code ein. Alter, welchen Code? Diese alten Generatoren sind ziemlich zäh. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Da muss ich auch einen Code eingeben jetzt. Oh shit, 05. Was war das nochmal? 05? 12? Nein, irgendwas anderes. Main Gate zum. Ich denke mal, das wird auch Main. Oder welches Gate ist das? Ich weiß doch nicht, welches Gate das ist, Mann. Welches brauche ich denn? 0512? Doch, das war wirklich 0512. Cool. Welches Gate ist das hier? Ach, East 2, da steht es ja. Man muss ja nur lesen können. Ah, jetzt kann ich es auch sehen. Sehr gut. Ein bisschen gedauert, bis das gestreamt war. So, East 2. Da brauche ich 5345. Alles klärchen. 5345. Boah, Alter, ist die langsam im Eingeben. Immer schön einzeln machen. Hat geklappt? Tja, kein Begrüßungskomitee. Scheiße. Aber sie warten nur auf uns. Everything is possible. Halt die Fenster im Auge. Bestimmt das Pferd erschossen oder so, ne? Was soll ich mir ansehen? WLF. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Echt? Ihr seid jetzt erst. Ach, Kinder, ey. Kinder. Nee. Ist unglaublich mit euch. War da wohl logisch. Lass mich hier vorbei. Als ob ich da nicht vorbeikomme, ne? Ich kann ihn nicht öffnen. Was soll denn das jetzt? Tja, ich bin mal gespannt, ob wir da jemanden finden. Und wenn, wen? Und ich weiß nur eins, ich werde jeden töten. Ja. Alle, die Joel getötet haben, alle, die dabei waren, werden alle sterben. Nee. Das sage ich jetzt noch. Mal gucken, wie es dann ist, ob ich es übers Herz bringe oder nicht. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Das heißt, nee. Diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Als ob die klettern können, Alter. Oh, hier ist Gate East 1, Junge. Also da wird es als nächstes weitergehen. Gate East 1 ist nämlich auch krass. Okay. Das interessiert uns natürlich erstmal noch nicht, denn wir wollen ja hier rein. Und das werden wir auch tun in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Vielen Dank und haut rein.